Deutsches Know-how für afghanische Soldaten. So arbeiten die Ausbilder in Mazar-i-Sharif. Mit dem Helikopter zur Arbeit. Für Major Bernd K. ist das normal. Der 35-Jährige ist spezialisiert auf militärisches Nachrichtenwesen und berät im Rahmen des Train, Advice and Assist-Programms die afghanische Nationalarmee. Wir machen uns morgen einfach nur fertig, kommen hier rein, checken kurz in, werden gewogen, packen uns Sachen und dann heißt es einfach nur noch warten auf den Bus. Jetzt hier in dem Fall auf unseren Helikopter. Vom Camp Marmal geht der Flug ins Camp Shaheen, etwa 20 Kilometer westlich der Provinzhauptstadt Mazar-i-Sharif. An der Pionierschule der afghanischen Armee unterstützt die Bundeswehr die Ausbildung von Soldaten des 209. Korps. Nachdem wir gelandet sind, besuchen wir meistens als erstes immer den Kommandeur, weil das unsere Schwerpunktperson ist, die wir mentoren. Wenn das dann fertig ist, gehen wir in die einzelnen Zellen und setzen dort unsere Arbeit fort. Entweder auch mit den Offizieren direkt vor Ort oder auch mit den Analysten. Wir sind letztendlich der Ratgeber, der Berater, eigentlich für den Kommandeur im Schwerpunkt. Kümmern uns aber eigentlich auch um das gesamte Intel-Business, das hier im MI Kandak abläuft. Das heißt von der Informationsgewinnung zur Informationsverarbeitung und Informationsbereitstellung. Kandak steht im Afghanischen für Bataillon. Gerade findet eine Fortbildung statt. Es geht um Informationsgewinnung. Hinter mir sehen Sie letztendlich die TOC, das ist die Operationszentrale, wo die Aktivitäten der Operationsführung mitgeschnitten wird. Gleichzeitig werden aber auch hier die einkommenden Informationen aufgenommen und an die Collection Cell letztendlich zusammengefasst und weitergeleitet. An einem Beispiel erklärt der Major, wie er konkret mit seinen afghanischen Partnern zusammenarbeitet. Das Neujahrsfest wird hier in Mazar-i-Sharif vorzugsweise in der Blauen Moschee gefeiert. Das sind bis zu 500.000 Leute auf engstem Raum, was natürlich ein perfektes Anschlagsziel ist. Uns hat vorher interessiert, wie hoch ist überhaupt die Gefährdungslage, möglicherweise Suicide, wo wurden wann IEDs schon möglicherweise im Vorfeld platziert. Oder was soll an diesem einen Tag dann eben abends tagsüber passieren, wenn sie die 500.000 Leute versammeln? Das war unser Informationsbedarf und deswegen haben wir 6 Wochen vorher angefangen, diesen Informationsbedarf genau zu definieren, die Fragen zu formulieren und dann in die Beantwortung der Fragen einzusteigen. Wir haben analysiert, was man bisher immer gemacht hat. Das haben wir uns vortragen lassen, das haben wir uns an Sandkasten zeigen lassen, das haben wir an der Karte erarbeitet. Dazu haben wir Luftbilder genutzt auch, um das Gebiet erstmal zu definieren. Danach haben wir im Dialog einfach erarbeitet, wo hat es das letzte Mal gehakt, was hat nicht so gut funktioniert, um uns dann in der Ausbildung, kurz vorher, 2 bis 3 Wochen vorher, darauf eben zu fokussieren. Das strukturierte Vorgehen des Majors kommt bei den Afghanen gut an. Dem deutschen Offizier helfen hier die Erfahrungen aus seinem Pädagogikstudium an der Hochschule der Bundeswehr in München. Auch zukünftige Ausbilder auf ihre Aufgabe vorzubereiten, fällt ihm leicht. Ich werde militärisches Nachrichtenwesen im Kandak ausbilden. Seit 6 Jahren arbeite ich mit der Bundeswehr zusammen und habe gute Erfahrungen gemacht im Mentoring, genau wie in der Ausbildung und in den Einsätzen. Der Major freut sich, wie aufgeschlossen die Afghanen dem Training gegenüberstehen. Das Personal hier hat einfach die Wichtigkeit erkannt, wie wichtig die Ausbildung, das Training, die Vorbereitung ist. Und von daher absolut fruchtbarer Boden für jeden Vorschlag, der Training oder Ausbildung angeht. Ich denke, dass wir ein gutes Verhältnis haben, auch ein vertrauensvolles Verhältnis. Es ist aber auch so, dass man nach wie vor eine Trennung hat. Wir erfahren nicht immer alles, das ist so. Gleichzeitig muss man auch natürlich auch auf die eigene Sicherheit letztendlich achten. Die Möglichkeit eines Innentäters ist immer gegeben, die kann man nie zu 100% ausschalten. Von daher vertrauen wir zwar, ja,
achten aber auch gleichzeitig auf unsere Sicherheit. Erfolgserlebnisse wie bei der Sicherung des Neujahrsfests stärken die Beziehungen zwischen Deutschen und Afghanen weiter. Mit einem guten Gefühl macht der Major sich auf den Rückweg ins Camp Marmal. Auch heute ist er seinem Ziel, den Afghanen ein modernes, einsatzorientiertes Intel-System zu vermitteln, wieder ein Stück näher gekommen. Mhm.